Guten Tag, werte Gäste der Maison Manga. Ich heiße euch herzlich willkommen zum ersten Einleitungsvideo in dieser großen Themenwoche der sogenannten Mushi Week. Der Themenwoche, in der es komplett um ein Thema geht, und zwar Insekten in, ja, im japanischen Bereich, sei es jetzt japanische Medien oder kulturell. In diesem Sinne wird es diese Woche alles geben. Zu Beginn möchte ich euch, wie gesagt, eine Einleitung bieten, die ein bisschen die Faszination dahinter erklärt. Und ich nenne das Ganze Faszination Insekten Japan im Wandel der Zeit. Es wird keine sehr ausschweifende Folge, wie zum Beispiel das Video, das ich damals zur Gyaru Week gemacht habe, wo ich über die Gyaru Culture gesprochen habe. Das wird es so in dem Format nicht geben. Es wird heute definitiv kürzer, da es ein fast schon selbstverständlich kulturelles Thema ist, das aber wiederum so vergleichsweise nischig ist, dass es einfach andere kulturelle Themen in Japan gibt, die das Ganze doch durchaus dominieren. Und bis auf einige wenige Ausnahmen man im Internet dazu gar nicht so viel findet. Und habe einfach alles mal irgendwie zusammengesucht, habe hier und da auch mal ein paar japanische Seiten übersetzt und gegenchecken lassen, ob das da so richtig ist, was ich da verstanden habe. Habe mir das Ganze so ein bisschen zusammenformuliert, aber ich werde das auch wie gewohnt frei und lose von der Leber sprechen, und ja, hoffe, ihr habt da ein bisschen Freude dran. So, in dem heutigen Format besprechen wir also die Geschichte der Insekten in Japan, wenn man es so möchte. Und ich fange einfach mal ganz, ganz vorne an, denn das ist nämlich schon interessant. Die Geschichte der, ich nenne es jetzt mal, Liebhaber von Insekten in Japan geht schon eine ganze Weile tatsächlich und ist doch durchaus interessant, weil selbst ich das jetzt in der Form nicht wusste. Circa vor, ja, über 1000 Jahren, weitaus mehr als über 1000 Jahren, in der sogenannten Nara-Zeit. Das ist eine Zeitepoche, die man in Japan so nennt. Und die Nara-Zeit geht von 710 bis 784. Da gab es schon eine große Faszination, was Insekten anging, aber ganz bestimmte Insekten, nur Insekten, die schön waren oder in dem Fall schön klangen. Denn die Adligen dort in dieser Zeit, und ausschließlich die Adligen wohl bemerkt, haben es geliebt, besonderen Grillen beim Zirpen zuzuhören, was ich persönlich gar nicht verstehen kann. Als jemand, der Tinnitus auf beiden Ohren hat, finde ich, das ist einfach nur ein ganz furchtbares Geräusch. Aber ich glaube, wenn man Tinnitus nicht hat, kann man das vielleicht ganz, ganz cool finden. Auf jeden Fall ist das eine Sache gewesen, die die Adligen dort sehr geliebt haben. Aber auch hat man sich an Glühwürmchen fasziniert und diese gehalten. Und damit man immer mal in der Nacht in ein Kästchen schauen kann, wo die Glühwürmchen aktiv wurden, oder man hat sie dann irgendwann freigelassen in Schwärmen und hat daraus quasi eine kleine, ja, schon, man könnte sagen, mittelalterliche Show-Einlage quasi gemacht mit anderen Leuten oder anderen Adligen, und hat das ein bisschen zelebriert. Ja, dieses schöne Leuchten von Glühwürmchen ist natürlich eine Sache, die ist euch sicherlich in japanischen Medien schon vorgekommen. Und das ist genau einer dieser Gründe. Denn diese Faszination reicht bis in den heutigen Tag heran und wird auch in der heutigen Zeit noch mit Familien ab und zu tatsächlich in einer kleinen Form, aber immer noch in einer beständigen Form zelebriert und auch fast schon traditionell weitergegeben an die anderen Familien. Es kommt hier natürlich darauf an, wie traditionell behaftet diese Familien sind, beziehungsweise ob die Väter, Mütter, Omas, Opas und Tanten und Onkel das auch weitergeben, oder ob die Zivilisation sie fest im Griff hat und das
nicht mehr so von Interesse ist. Ne? Dass es einfach andere Schwerpunkte gibt in deren Leben, dass sie das den Kindern nicht mehr weiter geben. Aber prinzipiell kann man sagen, und wenn es nur ein Ausflug aufs Land ist, kann es immer mal wieder passieren, dass man bestimmte Orte aufsucht, vor allem nachts, um diese Glühwürmchen zu sehen. Das Hören von Grillen, das Zirpen von Grillen, ich weiß nicht mehr ganz, ob das in der heutigen Zeit noch so ein Thema ist. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich denke mal nicht. Ich denke, im Sommer haben die Japaner auch genug Gezirpe mit den ganzen Zikaden, die wirklich sehr, sehr laut sind. Haben wir in Deutschland zum Glück nicht oder noch nicht. Die Zikaden sind quasi Zirpen mit noch mal ein paar Dezibel drauf. Die übertreiben es richtig mit ihrer Lautstärke. Und es ist eigentlich kein schönes Geräusch, muss man sagen. Aber, wie gesagt, damals war das mit den Grillen noch ein bisschen ein anderes Thema. Dann gab es irgendwann die sogenannte Edo-Zeit. Das ist die Zeit, die wir, glaube ich, am meisten auch in den Medien, in den japanischen Medien, sei es jetzt Videospiele, Manga, Anime oder sonst was, zu Gesicht bekommen. Wenn wir von dem japanischen Mittelalter sprechen, ist die Edo-Zeit von 1603 bis 1868 eine große Epoche, die immer wieder thematisiert wird, auch romantisiert wird in Teilen. Und da ist es schon ein bisschen anders geworden, denn dort auf einmal ist das diese Aktion mit den Grillen, also Grillen beim Grillen zuhören, dieser Zeitvertreib wurde dann irgendwann auch letzten Endes für die Armen bzw. für die einfachen Leute freigegeben, beziehungsweise das hat sich einfach im Laufe der Zeit so entwickelt. Es gibt keine konkreten Daten, warum dieser Wandel stattfand, aber man vermutet einfach, da Adlige natürlich irgendwann irgendwie dafür bekannt war, dass die Dinge angefangen haben, irgendwie in Anführungsstrichen extravagante Hobbys hatten und sich das dann irgendwann im Laufe der Zeit verlaufen hatte. Das Interesse war irgendwann weg, es kamen neue Interessen zustande und dadurch hat sich das verlaufen und die ärmere Gesellschaft hat sich das Ganze angeeignet. Da gibt es viele Beispiele. Ich erinnere mich da an ein Referat, was ich mal halten musste über das Thema Federball, beziehungsweise ja, indirekt Badminton, aber es ging in erster Linie tatsächlich um Federball. Da dieser Sport ursprünglich mal eigentlich für Adlige gedacht war, ne? Und das alles hat sich dann irgendwann verlaufen, dass es dann irgendwann ärmere Menschen schon angefangen haben, die in Kirchen Schutz gesucht haben, dass die das zum Zeitvertreib gespielt haben. Weil es irgendwie einfach nicht mehr im Interessengebiet der Adligen war und dann durfte es auch der Pöbel quasi nutzen, weil dann ist es ja sozusagen nicht mehr im Trend. Nicht mehr ansehnlich und dann möchte man damit auf keinen Fall mehr etwas zu tun haben in der High Society. Und so kann man es vielleicht vermuten. Es gibt, wie gesagt, keine wirklichen Beweise dazu, aber Adlige, egal in welchem Land, waren letzten Endes in dieser Zeit sowieso alle irgendwie ähnlich. Also wenn es um Reichtum ging, um eine bestimmte Hierarchie, und über das quasi von oben herabblicken, haben sich die Trends und so weiter immer in diese Richtung geändert, dass irgendwann der Pöbel diese adligen Trends nutzen durfte, weil der Adel kein Interesse mehr daran hatte und das auf einmal nicht mehr als so wertig gesehen hat. Und da komme ich jetzt auf ein Bild, das ihr seht. Denn das ist ein sogenanntes, oh Gott, es tut mir leid, falls ich das falsch ausspreche. Das sind zwei sogenannte Ukiyo-e. Ukiyo-e sind Holzschnittgemälde aus der damaligen Zeit. Die kennt man sicherlich auch, da hat man schon bestimmt einige gesehen und die erzählen oft Geschichten, simpel meistens in einem Bild. Oder beziehungsweise man könnte so sagen, diese Holzschnittgemälde waren damals, ne, aus dem 19. Jahrhundert und so weiter. Das waren Bilder oder Bildnisse, die quasi, man könnte sagen, so eine Mischung aus einem Versuch, etwas zu erzählen, aber auch im Grunde eine Art
Ersatz für die heutige Fotografie ist. Das heißt, man hat bestimmte Elemente oder bestimmte Momente oder Tätigkeiten, Alltagstätigkeiten, aufgenommen in Form von, ja, malerischer Kunst, kann man sagen. Und so haben wir in der heutigen Zeit eben halt, was die Historiker angeht, haben die eben halt Quellen, wo natürlich auch viel, ich sag mal, Mystisches passiert, ne? Die ganzen Yokai und so weiter, wie ihr sie vielleicht kennt, ne? Diese mythologischen Monster- und Geisterwesen, die wurden natürlich auch auf diesen Holzschnittgemälden und so weiter verewigt. Allerdings gab es eben halt auch reale Aspekte und hier habe ich unter anderem zwei Sachen. Das eine, da seht ihr zwei Damen. Ich vermute, es sind Geishas. Ich vermute es. Und die sind am Fluss und schauen sich diese wunderschönen Glühwürmchen an, weil auch die Geishas natürlich einen gewissen Status hatten. Und ja, genau. Und das war dann so ein bisschen diese Faszination an diesen leuchtenden Tierchen, gerade in der Nacht. Das wurde verewigt, aber ein anderes Bild, was nebendran diesem Bild hier zu sehen ist. Und zwar ist das ein sogenannter Insektenverkäufer. Und das klingt jetzt für uns ein bisschen seltsam, aber natürlich macht das in diesem Kontext absolut Sinn, denn dort ist natürlich ein wandernder Insektenverkäufer in dieser Zeit sehr, sehr beliebt gewesen. Denn der hat nämlich für das arme Volk, aber auch für die Adligen eben halt besonders schön klingende Grillen und Zirpen und so weiter sich geschnappt oder hat fangen lassen, ja, in einen Käfig oder in einen, ja, damalig, in diese, habe ich euch auch mal ein Beispielbild reingepackt. Es gab so unterschiedliche Formen von Insektenkäfigen, die damals gang und gäbe waren. Und dort wurden die eben halt, je nach Tier, wurden die dort drin gefangen gehalten und zur, ja, Belustigung oder zur Unterhaltung von Adligen, aber eben halt auch vom normalen Volk, wenn diese das zahlen konnten, so präpariert. Und diese Insektenverkäufer hatten damals einen guten Run, kann man sagen. Man könnte fast sagen, das ist insofern interessant, dass es diese in einer gewissen Form heute auch noch gibt, aber dazu komme ich dann gleich. Das ist schon mal eigentlich ziemlich interessant. Das heißt, man hat hier quasi Insekten als eine Art Produkt angeboten, um den Adel und alle, die es sich noch leisten konnte, irgendwie zu bespaßen. Man könnte fast sagen, das war für die, so blöd es vielleicht auch, wie gesagt, in der heutigen Zeit klingt, aber das war für die sowas wie für uns heute, einen Anime schauen, einen Manga lesen oder ein Videospiel spielen oder ein Buch lesen. Das war für die eine von vielen Dingen, die sie getan haben, um sich irgendwie von dem aktuellen Alltag abzulenken oder eben halt bei Adligen eben diese dröge Langeweile, weil man ja eh alles hat und es einem ja fast permanent gut geht, weil der beste Arzt sich um einen kümmert, da wird einem langweilig, ne? Man hat da wenig Probleme und dann sucht man sich eben am laufenden Band irgendwelche Formen der Unterhaltung. Und das war eins davon. Fand ich sehr, sehr interessant. So. Jetzt ist es aber, wie gesagt, das ist ja das, was ich gesagt habe, heutzutage noch der Fall, dass man eben in zum Beispiel im kleinen Kreise in der Familie irgendwo aufs Land geht, in Urlaub und dort eben an Flüssen nachts sich anschaut, wie die Glühwürmchen durch die Gegend fliegen. Und das kennt ihr. Das kennt ihr hundertprozentig, wenn ihr ein klein bisschen im Anime- und Manga-Bereich schon länger dabei seid. Dann kennt ihr diese Szenen meistens romantisch aufgeladen, wo meistens ein Mädchen und ein Junge sich irgendwie an einer Brücke nachts treffen auf dem Land und dann gibt es entweder eine Liebesbekundung oder es gibt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen wertvollen Dialog, einen romantischen Dialog oder einfach nur eine romantische Szene oder eine bedenkliche Szene, auch das ist möglich. Und diese Stimmung, die diese Nacht und die in Kombination mit diesen Glühwürmchen einfängt, ist eben
was Besonderes. Es wird auch in manchen Manga oder in manchen Medien, japanischen, als eine Art Horroraspekt genutzt, denn man kann diese Glühwürmchen auch als eine Art an, also einen anderen, einen Schreckensboten darstellen, wenn man das möchte. Das hat aber weniger damit zu tun, dass die Leute damals irgendwie gedacht haben, dass das gruselig ist oder dass das schlimm ist, sondern Lichter im Himmel, sage ich mal so, ne? Die hat man natürlich auch in frühen Zeiten schon immer ein bisschen mit den Yurei, also mit Geistern oder mit den Verstorbenen von der eigenen Familie und so weiter assoziiert. Wie so eine Art Seelensammelbad. Ja. Es ist aber nicht so verbreitet, dieser Gedanke, sondern es ist letzten Endes nur eine Art Assoziation. In erster Linie werden aber die Glühwürmchen als etwas Positives dargestellt. Wie auch andere Tiere, denn in Japan ist es nun mal einfach so, dass die Faszination dieser Käfer nicht aufhörte. Im Gegenteil, es wurde eigentlich sogar immer stärker. Und warum wurde es stärker? Die Antwort ist, kann eigentlich nicht simpler sein, denn es waren weder Adlige, also zumindest adlige Erwachsene, noch waren es die arme Bevölkerung, hier Mutter, Vater, Tochter oder irgendwie Onkel, Opa, was auch immer, sondern es waren deren Kinder, die diese Sache weiter getragen haben, während natürlich, wie anfangs erwähnt, ein Vater, eine Mutter oder was auch immer diesen Trend mit Glühwürmchen vielleicht immer noch heutzutage immer mal wieder vorantreibt und auf die nächsten Generationen überträgt, so haben wir durchaus eine andere Faszination bei Kindern, und zwar das Fangen von Käfern. Ne? Dazu hilft ein Schmetterlingsnetz, ein simples Netz, ein Kescher, wo man einige Tiere damit fangen kann. Und diese leben meistens irgendwo in einem dichten Wald, kann man sagen, die immer mal wieder in Japan hier und da verteilt sind. Oder es gibt sogar Möglichkeiten, selbst für Stadtkinder, die nicht auf dem Land leben und viele Wälder um sich herum haben, auch die haben die Möglichkeit, in Japan noch diese Tiere zu sehen und zu fangen. Ein bisschen weniger natürlich, die Chancen sind wesentlich geringer auf Erfolg, aber es gibt vereinzelt Parkanlagen in Japan, wo man immer mal wieder welche von diesen Tierchen finden und fangen kann. Und das ist gerade im Sommer ein großes, großes Fest, kann man fast sagen. Denn die Kinder, nicht alle natürlich, ne, nicht jedes Kind ist gleich, offensichtlich, aber viele, viele japanische Kinder verbringen ihren Sommer damit, diese Käfer zu finden, wie zum Beispiel den Hirschkäfer, genannt Nokogiri Kuwagata, sorry, oder den japanischen Nashornkäfer. Das sind so zwei große Käferarten. Einer mit dem Klassen, ne, der ist mit dem klassischen Hirschgeweih, ich glaube, den kennt jeder. Und der andere, der ist ein bisschen unbekannter vielleicht, oder den muss man nicht unbedingt kennen, aber das ist eben halt einer, der hat wie so einen langen Ast vorne als, man könnte sagen, Nase, aber es ist in Wahrheit einfach so ein Horn, was nach vorne geht für den Paarungskampf bei den Männlein. Und ja, dieses Tierchen heißt Nashornkäfer, weil es ist ähnlich wie der Hirschkäfer. Das ist, finde ich, super faszinierend irgendwie. Diese Tiere haben einfach irgendwie, die haben leider keine eigene Identifikation sozusagen. Man hat einfach gesagt, das sieht aus wie ein Hirschgeweih, das sieht aus wie ein Nashorn vorne. Ja, dann nennen wir die Tiere einfach so. Es gibt, glaube ich, auch noch so einen Giraffenkäfer oder sowas. Die tun mir irgendwie leid, ne? Die sind eigentlich recht coole Tiere, aber die haben leider keinen eigenen Namen per se, ne? Die haben natürlich irgendeinen Fluctuarultus compirontos oder sowas, ne? Irgendwie so einen lustigen Namen. Also diese ganzen Lateinnamen, die haben die Tiere natürlich alle. Aber so richtig so eine, ne, wenn die sich vorstellen würden, wenn die sagen, sag mal, bist du jetzt ein Hirsch oder ein Käfer? Der so, ja, ich hab mir den Namen nicht ausgesucht. Das wart ihr Menschen. Ich fühle mich als Käfer. Aber ihr sagt immer Hirsch zu mir. So ungefähr. Das finde ich irgendwie manchmal ein bisschen irritierend. Ich denke mir immer so, warum haben die keinen cooleren Namen? Die sehen halt einfach, finde ich,
wirklich visuell sehen die cooler aus als ein Hirsch oder ein Nashorn, bin ich ehrlich. Bin jetzt nicht der größte Käfer- bzw. Insektenfan, aber die sehen schon ein bisschen cool aus. Egal. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass diese Tiere unter anderem eben halt auch in Städten gefangen werden, aber halt seltener, ne? Aber trotzdem ist es ein Event, diese Tierchen zu fangen. Natürlich werden auch Zikaden gefangen, weil das sind im Sommer die, die noch am ehesten zu fangen sind und da wahrscheinlich auch am meisten verbreitet, sodass ein Kind eigentlich immer Glück hat, die zu finden. Der Rest wird eher selten gefangen, sowas wie Regenwürmer oder sowas ist eher uninteressant. Das müssen schon die coolen Käfer sein, die ausgewachsen sind, die richtig cool aussehen. Das ist eine gewisse Faszination. Jetzt habe ich festgestellt bei der Recherche, dass es einen Grund hat, warum die Kinder diese Käfer so interessant finden. Es ist überwiegend eine Sache für Jungs, muss man auch dazu sagen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie es immer der Fall ist. Es gibt auch Mädels, die eine Faszination für diese Tierchen haben. Aber überwiegend sind es Jungs. Und die schätzen vor allem an dem Aussehen dieser Käfer, wenn wir jetzt die Beispiele von dem Hirschkäfer und dem Nashornkäfer nehmen, finden die deswegen so faszinierend, weil die Autos oder irgendwelchen Maschinen ähneln. Und das macht auch in einer gewissen Form Sinn, weil die haben ja diese Klappen hinten an ihrem Körper. Und wenn die die aufmachen, kommen ja diese Flügel raus. Und das ist ein bisschen so, wie wenn ein Auto seine Tür aufmacht. Ja? Dann könnt ihr halt rumfliegen wie so ein Jet oder wie so ein Space-Flugzeug. Und das finden die faszinierend daran, ne? Und ich kann das in einer gewissen Form sogar nachvollziehen. Irgendwie hat sich bei mir im Laufe dieser Themenwoche auch so ein bisschen so eine Faszination für diese großen, coolen Käfer entwickelt, ne? Ich mag immer noch nicht alle, ich finde auch manche eklig, aber wenn die so cool bepanzert sind und die sind schon cool. Die haben zwar keine große lange Lebensdauer, so wie ich das mal gesagt bekommen habe, weil die fast ihr ganzes Leben überwiegend in so einer Larven- und Puppenform verbringen, irgendwie meistens unter dem Boden, im Erdboden oder sowas. Und dann für ein paar Wochen werden die cool, kämpfen dann um das Weibchen, befruchten dann das Weibchen oder dürfen das dann und sterben dann. Also die sind sehr, sehr, nicht sehr lange zumindest lebenstechnisch in dieser coolen Form. Deswegen vielleicht zelebriert man die noch ein bisschen mehr. Kann ja sein, ne? Und ja, diese Faszination funktioniert halt aber auf dem Land wesentlich besser, weil da gibt es eben halt einfach mehr Auswahl, ne? Da gibt es noch viele andere, die ich euch jetzt nicht alle einzeln erwähne. Es gibt jede Menge Käfer und Getier in Japan. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch fiese Viecher, wie zum Beispiel, ne, so die japanische Wespe oder sowas, die will man nicht unbedingt im Kescher haben. Ja, Schmetterlinge bringen auch nicht allzu viel, weil wenn man die einsperrt. Ich glaube, die vergehen. Ich glaube, die haben nicht so Lust, in so einem kleinen Ding irgendwie zu existieren. Bei den Hirschkäfer oder Co. funktioniert das. Die haben damit eher wenig Probleme, so wie ich das gelesen habe. Wie gesagt, das ist alles gefährliches Halbwissen. Aber es gibt in Japan speziell angefertigte, also für den Massenmarkt, quasi für die Kinder, angefertigte Boxen, wo diese Tierchen drin sein können, drin leben können, für die Zeit, wie sie leben. Und das scheint scheinbar in Ordnung zu sein. Aber wie gesagt, ich bin kein Tierschützer, ich habe da wenig Ahnung von. Und ich zelebriere das jetzt. Ich meine, ich mache das jetzt auch nicht. Ich habe ja auch gar keine Möglichkeit. In Deutschland ist das, glaube ich, ein bisschen anders. Und das ist halt im ländlichen Bereich in Japan natürlich wesentlich einfacher als in der Stadt. Jetzt gibt es aber, und da kommen wir wieder zurück, auf unsere Entschuldigung. Gott, da kam. Oh Gott. Ach, da kam. Ich war so in Ekstase, dass irgendwas aus meinem Inneren rauskommen wollte. Es tut mir leid. Ich war so in Ekstase, weil ich über unseren Insektenverkäufer wieder sprechen möchte, denn die gibt es heute wieder und die machen extra bestimmte Sachen. Zum Beispiel tun die an Kinder eben diese Insekten in diesen Kästchen sozusagen verkaufen. Also es gibt Läden, Insektenverkäufer noch heute, die diese Tierchen anbieten. Aber nicht nur die tun das anbieten, sondern es gibt ganze Events im Sommer, wo dann mal eine Halle gemietet wird oder sowas. Und dann
haben die Stadtkinder die Möglichkeit, einmal oder sogar zweimal, was auch immer, im Jahr dorthin zu gehen und können sich diese Tiere anschauen und anfassen. Das ist etwas, was die Stadtkinder vielleicht nicht so, ja, die Chance dazu bekommen, weil im Sommer, wie gesagt, in der Stadt eher wenig Käfer-Action ist. Das ist mehr auf dem Land der Fall. Und das ist quasi, um diesen Trend oder beziehungsweise um diesen Markt aufrechtzuerhalten und durch natürlich dann auch, ne, Trading Card Games, also durch Sammelkarten, wie zum Beispiel Mushi King, ist einer der größten Marken im Bereich Käfer-Franchise, wie auch immer man das nennen mag, in Japan, wo echte Käfer quasi auf Sammelkarten gedruckt werden. Ihr kennt es wie bei Yu-Gi-Oh! Oder Co. Dann gibt es auch glitzernde Varianten oder so. Ich wollte mal welche da kaufen, aber die sind sauteuer, wenn man die exportieren lässt oder importieren lässt. Importieren, Entschuldigung. Deswegen konnte ich die euch leider nicht zeigen. Aber die Faszination ist nach wie vor da. Es gab damals in der Arcade-Spielhalle gab es sogar so eine Art Videospiel von Mushi Kinge. Und das war damals gerade in den 90er, beziehungsweise, also Anfang, sage ich mal, an den 60ern wurde das immer beliebter, das Thema. Und so, ja, Ende 90er, Anfang 2000er gab es da eben halt auch jede Menge Videospiele dazu zum Beispiel, ne? Was Kinder natürlich auch fasziniert. Ich habe auch drei gefunden, zum Beispiel für den Game Boy Advance. Da war das noch ein großes Thema, auch für den Game Boy Color. Also eher für die Handhelds gab es da sowas. Oder eben halt in den Arcade-Hallen. Und die Faszination lässt einfach nicht los, ne? Die hört einfach nicht auf. Denn dann geht es weiter und wir haben in den 2000ern den nächsten Step. Ja? Wir gehen von diesen fiktionalen Geschichten dann weg, was Anime oder Manga zu Käfern oder Trading Card Games und so weiter betrifft. Und wir gehen zu echten Käfer, beziehungsweise wir gehen zu echten Käferkämpfen. Und die sind in der Kultur ein bisschen verankert gewesen, zumindest in den 2000ern. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig mehr sagen, wie das Ganze nochmal. Wie man das Ganze nochmal wirklich, ob man das heute noch so zelebriert, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ne? Weiß ich nicht. So, jetzt muss ich gerade mal, jetzt habe ich leider, Moment, ich muss gerade mal kurz, damit ich euch den Namen vorlesen kann. Denn in den 2000ern gab es, natürlich, es gab noch viel mehr in dem Bereich, aber es gab einige DVDs. Und eine davon hat so den Anfang gemacht und daraufhin haben ganz, ganz viele Leute oder eben Unternehmen, TV-Studios, was auch immer, versucht, das nachzuimitieren. Und zwar gab es eine DVD-Reihe, die hieß, oder die hörte auf den Namen Sekai Saikyo Mushio Kitteisen. Das stärkste Insektenkönig-Turnier der Welt. Da ging es darum, dass man quasi auf eine DVD gebrannt einen Kampf zwischen jeweils zwei Insekten hat. Als Beispiel, man hat zum Beispiel in den Videos, die ich auf YouTube entdeckt habe, dazu hat man eben diesen Nokogiri Kuwagata, den Hirschkäfer, genommen und hat den gegen allerlei anderes Getier in einem Käfig gepackt und hat gegeneinander kämpfen lassen, um zu schauen, wie diese Tiere reagieren, wie diese Tiere kämpfen. Und dann hat man dann so Kämpfe gesehen wie gegen einen. Oh, ich bin da. Moment, Moment. Ich. Tau. Warte, warte, warte. Tausendfüßler? Ich mach's immer falsch, ne? Ich mach's immer. Ich komme immer durcheinander. Bei dem Tier komme ich immer durcheinander. Ich bin bestimmt nicht der Einzige. Ja. Da hat man diesen super gefährlichen Hundertfüßler zum Beispiel gegen den Hirschkäfer antreten lassen. Und der Hirschkäfer hat sowas von rasiert. Also der hat ja sowas von. Der war ja überhaupt nicht beeindruckt. Weder von den Giftattacken noch von den stacheligen Beinen oder sonst was. Der war einfach King, ja. Also, da hat man schon gesehen, der Hirschkäfer ist zwar eigentlich nur dazu gedacht, um eigentlich sich fortzupflanzen und gegen andere Männchen einfach anzutreten, aber gegen so einen Hundertfüßler kommt das Vieh ohne Probleme an, weil der Panzer einfach wirklich ordentlich stark ist, diese Außenhülle, und sein Vorderkiefer oder was das auch immer ist, ordentlich stark ist. Und
Ja, ich war schon wirklich beeindruckt von der Technik von dem Vieh. Und dann gab es eben halt noch gegen irgendeine Spinne, gegen einen Skorpion und oder Spinne gegen Skorpion oder Hundertfüßler gegen eine japanische Wespe und so weiter und so fort. Ne? Da hat man alle möglichen Tiere gegeneinander antreten lassen und konnte dabei beobachten, wie in der Tierwelt eben das Ganze so funktioniert und abläuft. Ich habe dazu jetzt per se keine Meinung. Ich habe jetzt wenig Bindung zu solchen Tieren per se. Deswegen habe ich da einfach keine starke Meinung dazu. Ich glaube, in der heutigen Zeit könnte das ein bisschen schwieriger werden. Aber es war eben damals so ein Trend und der wurde auch fortgeführt und es wurde halt auch immer wieder versucht, gegen was treten wir jetzt an, bis die DVD irgendwann natürlich keine Insekten mehr hatte in dem Sinne und dann lief das Ganze aus. Aber die Grundprinzipie ist erhalten geblieben. Man hatte sogar eine Zeit lang illegale, wie nennt man das, Ringe? Rings auf Englisch halt, irgendwelche illegalen Kämpfe mit so illegalen Wettbüros sozusagen in Japan, aber nicht nur in Japan, sondern tatsächlich überwiegend sogar in China oder in Taiwan, nee, in nicht in Taiwan, Thailand, Entschuldigung, und so weiter gehabt. Da hatte man diese Situation, dass Leute quasi illegale Wetten auf irgendwelche Grashüpfer gelegt haben und die haben dann in einem Käfig gegeneinander angetreten und man hat halt damit Geld verdient. Sozusagen, und das ist strengstens verboten. Also auch heute noch in Japan. Ich weiß aber jetzt nicht, inwiefern das in Japan groß war. Also was ich gelesen habe, war, dass es in China auf jeden Fall und in Thailand wesentlich größer war als in Japan, aber es kam in Japan auch vor, diese illegalen Ringe. Und ja, das ist auch so ein Teil. Also die Faszination lief auch wie immer, wenn etwas größer wird, dann will irgendjemand damit Geld verdienen. Und das vielleicht auf auch nicht ganz so freundliche und tolle Weise. Aber da sind dann wieder mal die Erwachsenen schuld. Die Kinder hingegen fanden diese Kämpfe und diese Geschichten, die darum erwoben wurden, fast schon wie so eine Art Wrestling-Match, kann man sagen, wo man vorher etwas über das Tier lernt und so ein bisschen generell irgendwie mitkriegt, wie das Tier funktioniert, wie das Tier lebt und so weiter. Und dann sieht man den Kampf. Also es war auch in einer gewissen Form etwas, wo die Kinder mit lernen konnten. Wie ihr das findet oder so, ist euch überlassen, aber das ist nun mal ein Fakt, den ich einfach ausgegraben habe. Und ich muss gestehen, auch wenn ich dann irgendwie denke, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das per se cool finde, wenn man einfach zwei Tiere in Gefangenschaft da reinhaut und dann sagt, so, jetzt killt euch, hat irgendwie einen komischen Beigeschmack, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich muss auch sagen, es war auch irgendwie cool im Sinne von, wie man gesehen hat, wie die Tiere reagieren und so, was man jetzt eher, also ich hatte das vorher noch nie gesehen und durch diese Videos habe ich dann halt zum ersten Mal gesehen, wie so ein Hirschkäfer überhaupt kämpft. Ja? Vor allem gegen Tiere, die er vielleicht nicht wirklich kennt. Das fand ich schon ziemlich spannend. Nun gut, aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die eben halt existierte und die Kinder lieben das Ganze. Die lieben das so sehr, dass Schulen das Ganze auch ein bisschen für sich genutzt haben. Dass in vielen Schulen auch noch heute, gerade in den Grundschulen natürlich, dass dort eben halt Käfer aktiv gefangen wurden oder werden, gerade im Sommer und oder beziehungsweise in den anderen Jahreszeiten und quasi in diesen Boxen in die Schule gebracht werde, in das Klassenzimmer oder sonst wohin und dort müssen die Kinder dann sich um diese Tiere kümmern. So lernen die Kinder zum einen Verantwortung zu übernehmen, also sich um ein Tier zu kümmern und wie gesagt, Verantwortung zu haben. Und gleichzeitig lernen sie aber auch eben halt vielleicht in Gemeinschaft zu agieren, sich gegenseitig auszutauschen, wenn einer mal krank ist, dann anzurufen, zu sagen, hey, ich bin krank, du musst dich heute um Hirschkäfer, Kuwa, kümmern. Ist in Japan tatsächlich sehr oft so, dass man die Anfangssilbe von etwas nimmt. Also machen Kinder sehr oft und sagen dann anstatt Kuwagata, was ja der Name ist, mehr oder minder, sagen die einfach Kuwa Kuwa. Das ist dann der Spitzname dafür. Das ist wie wenn ein Kind hier Katze Katze sagen würde zu einer Katze. Ist ein bisschen, oder Kat Kat,
sowas irgendwie. Ja, nur als nur, dass ich das nicht einfach random gesagt habe, sondern das ist tatsächlich so. Hab sogar noch mal nachgelesen, dass es sogar einen etwas bekannteren Hirschkäfer namens Kuwakuwa gab. Also ich habe einen Zeitungsartikel gesehen. Der war jetzt nicht weltbewegend, aber zeigt eben halt, dass das auch mal so in so einem Stadtblatt oder Dorfblatt irgendwie mal in irgendeiner Form dargestellt wird, wenn die Klasse von den Grundschülern da irgendwie mit involviert sind. Und das ist irgendwie spaßig und interessant, einfach zu sehen, da können die Kinder eben halt was lernen von den Tieren. Das ist quasi Biologie im direkten Vergleich. Und die können eben halt, wie gesagt, die Tiere füttern, die beobachten und von den Tieren eben halt bestimmte Dinge lernen und vor allem Verantwortung. Ne? Und das ist, finde ich, noch heute eine sehr, sehr, sehr interessante Sache. Also haben wir im Endeffekt einen Werdegang, der sehr beeindruckend ist, muss man sagen. Also wir haben von ganz, ganz, ganz früh. Ja, von der Nara-Zeit bis hin in die Edo-Zeit, bis hin in die heutige Zeit. Ich habe jetzt gerade den Namen der heutigen Zeit vergessen, weil es ist ja wir sind ja vor ein paar Jahren in eine neue japanische Epoche gekommen, aber die habe ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall finde ich das wahnsinnig beeindruckend, wie krass diese Liebe und Faszination zu Insekten irgendwie sich übertragen hat auf die heutige Zeit. Und natürlich passt sich auch vieles der Modernen an. Wie gesagt, diese DVDs, wo Käfer gegeneinander kämpfen, ich denke, das wird es so in der Form nicht mehr geben. Da wird es wahrscheinlich doch schon mittlerweile sowas wie Regularien geben oder sowas. Sicher bin ich mir nicht hundertprozentig, ja, weil ich weiß nicht, wie die Gesetze in Japan sind. Aber ich habe nur ältere DVDs oder sowas in dieser Kombination gesehen. Und auch auf YouTube sieht man eigentlich nur Bildmaterial, das wirklich, wirklich sehr, sehr alt ist und teilweise 360p hat oder sowas. Also es ist eher was Älteres, glaube ich. Ich glaube, heutzutage wird das anders vermarktet. Aber ja, die Faszination ist heute noch da, aber halt eher bei Kindern. Natürlich gibt es auch Erwachsene, ähnlich wie das auch mit zum Beispiel Zügen der Fall ist. Züge sind ja auch ein ganz großes Thema in Japan. Darüber könnte man auch irgendwann mal berichten. Wobei ich muss da sagen, ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Vielleicht eines Tages. Man sagt ja, sagt niemals nie. Aber das mit den Insekten finde ich schon insofern interessant, da ja Insekten eigentlich eher keinen guten Ruf haben. Und ich denke auch in vielen Kulturen Insekten eher so ein Beiwerk sind. Irgendwie die existieren halt so, aber die werden selten in eine Kultur so eingebunden. Und eine Sache, die mir dann aufgefallen ist, als ich weiß, ich erzähle immer wieder die ollen Kamellen von 2017, aber das war halt nun mal der Zeitpunkt, an dem ich 3 Wochen in Japan war. Eine Sache, die mir in Japan immer wieder bewusst war, und es war es selbst die größte Stadt, in der ich durch die Gegend gelaufen bin. Man versucht immer und immer wieder, und das ist etwas, was ich sehr respektiere und schön finde an Japan, trotz dieser großen Modernisierung von irgendwelchen großen Hochhäusern und hast nicht gesehen, versucht man immer wieder hier und da ein Stück Kultur beizubehalten. Hier eine grüne Fläche, ein Park, mehrere schöne Kirschbäume und so weiter aufstellen. Man versucht, diese Natur immer noch ein bisschen mit in diese Zivilisation mit reinzubringen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass diese Form der Faszination der Käfer gegenüber von damals bis heute, also dass dieser Ursprung insofern erhalten geblieben ist, weil man gerade in so großen Städten, man sich, glaube ich, doch hier und da mal wieder so ein bisschen auf dieses ländliche einlassen möchte. Sei es zur Unterhaltung oder aber vielleicht einfach so irgendwas Innerliches, wo man irgendwie sagt, ja, diese ganze Stadtgeschichte, ich brauche mal wieder ein Stück Land in meinem Herzen. Vielleicht ist das irgendwie so ein Teil der Kultur. Man merkt aber auf jeden Fall, dass dieser Sprung oder dieser Spagat aus der
aktuell modernen, der Zivilisation, der Religion und dem traditionell kulturellen und ländlichen immer so ein Spagat ist bei den Japanern und man sieht immer mal wieder irgendwas. Also du wirst nie so komplett nur New York haben, sage ich mal, wobei New York natürlich auch einen Park hat oder so, das will ich jetzt nicht schmal reden, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Japan ist da wesentlich traditioneller und auch wenn das vielleicht vielen Jugendlichen heute noch nicht irgendwie interessant genug ist, habe ich auch einen kleinen Artikel gelesen, der zumindest so viel sagt, dass je älter diese Kinder und Jugendliche werden, desto interessanter oder desto mehr sehnen diese Leute sich nach einem Stück Land und versuchen sich das vielleicht in die Wohnung zu holen. Und bei manchen, ja, ist das eben halt entweder ein Haustier, ein klassisches Haustier, was man sich vorher nicht halten durfte, dass man sich eine Wohnung sucht, wo man sich zumindest ein Tier halten kann. Das wird gerne auch schon mit dem Land verbunden, weil es da doch durchaus sehr viele Haustiere gibt. Oder aber eben halt Insekten. Etwas, was wirklich eins zu eins aus dem Lande stammt und man damit irgendwie assoziieren kann. Na, natürlich die schönen Insekten oder die Insekten, mit denen man auch längere Zeit verbringen kann. Und ja, diese Faszination hat mich fasziniert, in einer gewissen Form. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich dazu bringt, ein Insekt in irgendeiner Form als Haustier zu halten. Auch wenn ich so einen Hirschkäfer fucking cool finde, denke ich nicht, dass die paar Wochen, wo dieses Tier wirklich in dieser Form existiert, für mich ausreicht, um dieses Tier hier in meine Wohnung aufzunehmen und die meiste Zeit irgendwie unter der Erde als Larve oder so. Ich fühle es irgendwie nicht so. Dennoch aber bin ich fasziniert von dieser ganzen Thematik einfach, dass diese ganzen Aspekte, die wir in Anime, Manga und Co. sehen, sei es mit den Glühwürmchen oder sei es bestimmte Elemente auch mit Insekten, was zum Beispiel auch eine Sache ist, dieses Insektenfangen ist ein großes Thema. Ihr seht im Hintergrund etwas, was auf die Moderne zugeschlagen ist, zum Beispiel Pokémon. Pokémon würde nie existieren, wenn es diese Tradition oder dieses, ich sag mal, Kinderspiel mit dem Insektenfang nie gegeben hätte. Dann gäbe es in der heutigen Zeit auch kein Pokémon. Denn der Erfinder von Pokémon, der hat nämlich als Kind eine große Leidenschaft gehabt und das war Insektenfang. Der hat sich damit auseinandergesetzt und irgendwann hat er seine ganzen Erfahrungen in diese Industrie hineingesteckt, aber nicht nur die Erfahrungen von, oh, Insekten sammeln und fangen, damit könnte man irgendwie ein Spielprinzip machen, sondern er hat auch quasi sozusagen alles, was er gelernt hat und auch dieses Verantwortung haben und so weiter, hat er auf sein Business Model und beziehungsweise auf seine Karriereleiter quasi mitgenommen und berichtet darüber immer wieder mal. Und das ist insofern faszinierend, dass so eine kleine Sache vielleicht eine große Auswirkung haben kann auf das zukünftige Ich, je nachdem, wie man es quasi betrachtet. Und in Japan kann sowas durchaus mal passieren, dass ein Hobby einem für das echte Leben mehr bietet, als vielleicht die ein oder andere Person in dem Leben von dieser Person. Das ist nicht das erste Mal, dass man solche Aussagen hört. Und nicht nur Pokémon würde dadurch nicht existieren, sondern viele andere Sachen auch, beziehungsweise das klassische Käfersammeln ist eine Sache, die eben halt in den Westen auch eingeschlagen hat, zumindest in medialer Form, denn nicht nur in Anime und Manga und so weiter, sondern eben halt auch in Videospielen wie Pokémon, aber na, der klassische Käfersammler ist einer der ersten Gegner, den man im Spiel hat, das ist natürlich logisch, aber nicht nur das, sondern ein ganz bekanntes, mittlerweile bekanntes Spiel namens Animal Crossing, was in Japan Animal Forest heißt, oder zumindest hieß eine Zeit lang. Animal Crossing hat einen Aspekt, wo man Käfer sammelt. Die fängt, wenn sie, und die können auch wegfliegen und man kann auch doppelt und dreifach Käfer fangen. Und dann hat man so eine Art Lexikon, wo man nach und nach diese Käfer fängt. Und vielleicht ausstellt in einem Museum.
Diese Tatsache beruht eben auf dieser Tradition bzw. auf diesem Kinderspiel. Aber es gibt noch andere Sachen. Kann sich jemand an ein altes PlayStation 1-Spiel erinnern namens Ape Escape? Die gab es auch später für die PlayStation 2, die Nachfolger. Da geht es ja darum, dass zwei Kinder mit einem etwas ummodellierten Schmetterlingsnetz Affen einfangen. Man hat einfach das Konzept von Insektenfangen geändert und hat daraus Affen gemacht, die weglaufen. Aber das Grundprinzip ist ähnlich und man nutzt ein, wie gesagt, ein modifiziertes Schmetterlingsnetz. Und auch solche Sachen fallen einem dann auf. Und gerade in diesen Harvest Moon oder so ähnlichen, in diesen Farm Gaming Simulationen, ist das ein großes Thema und wird immer wieder als Zeitvertreibspiel genutzt. Natürlich ist auch das Angeln ein großes Thema, wobei aber das Angeln, die Faszination von Angeln eher für Erwachsene ist. Nicht nur, es gibt auch Kinder, die quasi da schon eine gewisse Faszination haben, aber im Vergleich ist dann die Faszination von Insekten und von dem Fangen von Insekten mit irgendwelchen Keschern und irgendwelchen Schmetterlingsnetzen größer bei Kindern. Ja, und das trägt sich wacker und hält sich wacker. Ja. Und ich hoffe, ich habe euch jetzt damit so ein bisschen eingeführt, ein bisschen warm gemacht in diese Themenwoche. Und ihr konntet da irgendwie informationsmäßig was mitnehmen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr, naja, sag mal es andersrum. Habt ihr gewusst, dass das ein großes Thema ist in Japan, beziehungsweise habt ihr bemerkt, dass es in japanischen Medien öfter der Fall oder beziehungsweise öfter vertreten ist, als euch vielleicht bewusst war? Das sind nämlich diese Sachen, die ich nämlich an diesen Themenwochen super spannend finde, da man dann, wenn man sich einmal mit dem Thema auseinandersetzt, auf einmal bemerkt, wie oft das eigentlich vertreten ist. Und wenn es nur ein Minispiel in irgendeinem Videospiel ist, oder wenn es irgendwo nur eine kleine Szene ist, wie zum Beispiel auch in Yotsuba oder sowas, wo man sieht, wie die kleine Yotsuba eben irgendwie im Sommer mit dem Kescher durch die Gegend läuft und Zikaden versucht zu fangen. Das sind kleine Aspekte, wo man dann aber sich überlegt, oh wow, warte mal, das war in dem Manga, in dem Manga, in dem Manga, in dem Anime, in dem Anime, in dem Anime, in dem JRPG, in dem japanischen Videospiel, in dem Trading Card, zum Beispiel auch Yu-Gi-Oh! Hat Käfer nicht umsonst, war einer der ersten Decks, kann man fast sagen, und das hat einen Grund, weil das bei den Kindern gut ankommt, gerade bei den Jungs. Da gab es natürlich noch mehr Themen, ganz klar. Aber das ist einer der Gründe, warum das einer der ersten, ja, Themendecks war, die man auch im Manga so mitbekommen hat. Das hat alles Hand und Fuß, diese Thematik, und soll vor allem in erster Linie Kinder ansprechen. Aber auch diese Kinder werden irgendwann erwachsen und denken dann vielleicht auch sehr nostalgisch an eine sehr, sehr schöne Zeit zurück, die noch weit, weit weg von irgendwelchen Erwachsenenverantwortung sind, von irgendwelchen Schicksalsschlägen, die man oder irgendwelchen politischen, täglichen Themen, mit denen man sich befasst oder irgendwie dem ganzen Stress im Internet sich aussetzt und so weiter. Man denkt an eine schönere und bessere Zeit, wo man einfach, ja, einfach nur den Sommer erlebt mit anderen Kindern, mit dem Kescher oder dem Schmetterlingsnetz in der Hand und einfach durch den Wald geht und wie in einer anderen Welt ist in dem Moment. Man lässt so komplett die ganze Welt einmal hinter sich und konzentriert sich nur auf diese Tierchen, auf das Fangen von diesen Tieren und ja, erlebt einfach eine gute Zeit und kümmert sich nicht um den Schmerz der Welt. Und ich denke, deswegen sind auch andere, es gibt so ein Spiel, ein Videospiel, das permanent geremaked wird sozusagen. Es ist immer wieder das gleiche Prinzip. Ein Kind geht mit einer Familie in einen Sommerurlaub sozusagen in Japan, irgendwo in ein schönes Dörflein auf dem Land. Und dort kann das Kind dann über mehrere Tage hinweg den Sommer verbringen. Heißt meistens irgendwas mit, warte mal, Natsu irgendwas heißt die Franchise. Und da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Auch zum Beispiel, ich glaube, in Deutschland kam das erste Mal, glaube ich, in Form mit Shin-Chan raus.
Und das ist ein heißgeliebtes Franchise in Japan, eben wegen dieser Nostalgie. Das spielen kleine Kinder, weil sie das toll finden, aber das spielen auch Erwachsene, weil sie sehr nostalgisch werden. Und einer der Gründe ist eben dieses alleine auf Käferjagd gehen Feeling ist. Und damit würde ich mal sagen, beende ich den Part hier. Und wie gesagt, hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ihr habt was mitgenommen. Und vielleicht hat es den einen oder anderen, die ein oder andere, ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ja, ich denke mal, wir haben auch unsere Sachen. Ich denke, von vielen von uns, gerade aus unserem Alter, ist es, glaube ich, teilweise echt die RTL 2 Anime-Zeit. Kannst du sagen, was du willst, aber viele Leute denken da zurück, weil sie nicht nur, weil sie den ein oder anderen Anime wie Dragon Ball, Ranma ein Halb und Kickers und Co. toll fanden, sondern weil auch damit eine Zeit verbunden wird, die sehr nostalgisch und schön ist im Vergleich eben halt zur heutigen Zeit. Natürlich ist das Erwachsensein hat auch Vorteile und kann auch schön sein, ne? Wollen wir jetzt hier nicht komplett depressiv werden. Aber natürlich als Kind hat man einfach weniger Sorgen in dem Aspekt. Und dann man lebt einfach in den Tag hinein und auch wenn Schule und so manchmal kacke ist und nervt, aber man hat doch eine ganz andere Sicht auf die Welt noch. Und irgendwie will man da gerne auch manchmal doch nochmal zurück für ein, zwei Tage. Und das einfach nochmal so erleben. Und das machen manche, indem sie eben halt, ja, weiß nicht, Digimon angucken, eine Staffel. Und sich da irgendwie wieder ein bisschen, ja, nostalgieren. Oder aber ihr habt damals irgendwie, so wie ich zum Beispiel, Federball gerne mit irgendjemand, mit eurem Bruder oder so gespielt. Und jedes Mal, wenn ich Fe Leute sehe, die Federball spielen, habe ich Nostalgieschübe. Und ich denke, so ist es eben halt mit Käfer in Japan. Und ich denke, das wird auch noch eine Weile so gehen. Ob dieser Trend oder diese Tradition eines Tages verloren geht, das weiß keiner so genau. Das weiß nur die Zeit selbst. Aber für diesen Part, für diese Geschichte, für diese Geschichtsstunde, die ich euch jetzt hier gegeben habe, ich denke, reicht das Wissen auf jeden Fall noch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet eine gute Zeit. Ich bin euer René von der Maison Manga und freut euch auf die kommende Mushi Week, die kommende Themenwoche rund um Insekten. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und ich hoffe, ihr habt Freude daran und Spaß. Und vielleicht bin auch in dieser Woche ich so etwas wie eben halt Insekten und Käfer in Japan für kleine Kinder. Eine Art Spaß und Unterhaltung im Sommer, nur in dem Fall, dass es im Herbst ist. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bis dahin und ich sage wieder einmal, ciao, bye bye, bis zum nächsten Mal und zip zip.